Zeit war es ruhig um Favre-Löber. Und das, obwohl die Marke auf eine reiche Geschichte zurückblicken kann. Jetzt ist sie mit Neuheiten zurück, die für Gesprächsstoff sorgen. Darüber spricht WatchTime.net mit CEO Thomas Morf. Die letzten Jahre war es doch sehr ruhig um Favre Löber. Jetzt feiern Sie Ihr Comeback auf der Baselworld 2017. Was gibt's Neues? Die Marke wurde 2011 von der Tata-Gruppe gekauft. Tata-Gruppe gehört auch Jaguar Land Rover. Das ist ein potenter Partner dahinter, der auch einen größeren Uhren- und Schmuckarm hat. Mit über 2 Milliarden Umsatz gehört zu der fünftgrößten Uhrengruppe der Welt. Und Favre Löber hat die offenbar auch überzeugt, ins Portfolio aufzunehmen, weil das war immer eine starke, traditionsreiche Marke. Es braucht Vorbereitungszeit. Und wir sind jetzt zurück. Wir sind zurück an der Baselworld mit einer Kollektion, mit einem Stand, mit Marketing-Tools, mit Expertenwissen. Und wir sind überzeugt, dass es auch heute noch in einem Nischenmarkt, dass man da erfolgreich sein kann. Wir haben extrem coole Produkte, schöne Produkte, auch Innovationen, die wir zeigen. Innovationen, welche sind das? Wir haben zwei spezielle Modelle. Das heißt, auf der einen Seite ist das die Raider Harpoon mit dieser patentierten Stundenanzeige. Tauchuhren waren ja immer ein großes Thema bei Favre Löber. Wir haben gesagt, wir kommen nicht mit einer normalen Tauchuhr, müssen wir etwas Ausgefallenes machen. Wir haben dann uns entschieden, möglichst viel wegzulassen, weil beim Tauchgang, wenn du einen Tauchgang hast, ist es überhaupt nicht wichtig, dass du möglichst viele Informationen hast und auch viele Ablenkungen hast, mit vielen Zeigern und vielen Totalisatoren und vielen Sachen. Das braucht es nicht. Wir haben uns entschieden, eine neuartige Konstruktion zu entwickeln, die uns es eben erlaubt, wo immer sich der Minutenzeiger befindet, ich eben auch die Stunden ablesen kann. Ich zeige Ihnen das anhand meiner Harpoon. Wir haben logischerweise eine verschraubte Krone, ist wasserdicht bis 500 Meter, haben hier das Heliumventil. Jetzt wo immer, schauen Sie, wie sich jetzt der Minutenzeiger bewegt, jetzt 6 Uhr, 6 Uhr 5, 6 Uhr 10, 6 Uhr 15, also immer wo sich der Minutenzeiger bewegt, lese ich die Zeit ab. In der Mitte, anstelle eines Sekundenzeigers haben wir eine Funktionskontrolle, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, bevor man unter Wasser geht, dass man sieht, dass die Uhr läuft oder eben nicht. Dann haben wir die Raider Bivouac. Die Raider Bivouac beispielsweise ist auch inspiriert von alten Favre Löber Gehäusen. Also die Gehäuseform, die Sie hier sehen, entweder hier oder hier, die Inspiration stammt von alten Gehäuseformen von Favre Löber, die man verjüngt hat und modernisiert hat. Also alles, was Sie hier sehen, sind typische Designelemente von Favre Löber. Man hat nicht irgendwie aus dem Nichts etwas entwickelt, sondern man hat gesagt, man will eigentlich an die Blütezeit der Marke wieder zurückführen, diese Brücke gemacht. Und wir haben eine Uhr mit einem mechanischen Höhenmesser entwickelt, die bis auf 9000 Meter die Höhe anzeigt. Also die erste Uhr mit Höhenmesser kam ja schon von Favre Löber und die ging einfach bis 3000 Meter. Und wir haben gesagt, wir müssen etwas machen, das groundbreaking ist. Und das ist eben auch diese Innovationskraft, die die Marke lange hatte und viele Jahre auch bewiesen hat und dass sie eben auch in der Blütezeit immer zelebriert hat. Und mit diesen Dingen wollen wir wieder ganz klar auftrumpfen. Wir haben hier den roten Zeiger. Und dieser rote Zeiger korreliert mit der Lünette außen und der geht bis 3000 Meter in der ersten Umdrehung. Wenn die erste Umdrehung geschafft ist, springt auf diesem kleinen Hilfsziffernblatt springt der Zeiger nach 3. Bei der zweiten Umdrehung springt er auf 6, dann sind wir bei 6000 Meter. Und in der dritten Umdrehung geht er auf 9, sind wir bei 9000 Meter. Und dann sehen Sie hier noch eine kleine Schraffur. Diese Schraffur ist nämlich relativ wichtig. Da beginnt nämlich die sogenannte Todeszone. Und die beginnt bei 7300 Metern. Auf der anderen gegenüberliegenden Seite sehen Sie die Anzeige der Hektopascal. Das hat damit zu tun, dass der Luftdruck damit gemessen wird. Es ist ein anaeroider Barometer.
Und die Größe, das ist mir ganz wichtig zu sagen, das sind relativ große Uhren. Das sind eigentlich für uns keine Uhren, sondern wir sagen dem Instrumente, weil die eben einen Zweck erfüllen. Das muss ablesbar sein, das muss robust sein. Und da geht es weniger um das dekorative Element. Nun sind das ja sehr sportliche, große Uhren. Gibt es auch etwas eher Klassisches? Wir haben eine zweite Linie. Auch da, wir verwenden ausschließlich Traditionsnamen von Faver-Löber. Wir haben hier beispielsweise eine Dreizeiger-Uhr. Das Design auch hier, Sie sehen die Ähnlichkeiten, auch was die Indexe anbelangt. Sie sehen es auch beispielsweise bei dieser Brückenkonstruktion über die Gehäuse. Ganz eindeutige Designmerkmale, die Faver-Löber immer verwendet hat. Das ist die Chief-Linie, das ist die Einstiegspreislage bei Faver-Löber. Und wir haben auf dieser Basis haben wir auch einen Chronographen mit einem sehr klaren, sauberen Design, entspiegelte Saphirgläser, schön gewölbte Saphirgläser, auch die Böden sind immer ausgerichtet, geschraubte Böden. Und wir sind sehr stolz, dass wir das Ganze so unter einen Hut gebracht haben mit klaren Designmerkmalen und auch sehr, sehr fokussiert sind.